Herzlich willkommen, Freunde. Wir fahren mit Rosalina, Rennbike und Standard Blau. Und da jetzt kein Gleiter angegeben wurde, habe ich den Standardgleiter einfach genommen. Sollte eigentlich auch gehen. So, jetzt muss ich mich wieder in den Driftbike versuchen. Mit Inriftbike ist nebenbei das Firehopping nicht möglich. Das funktioniert da nicht. Hoppla. Gründe weiß ich jetzt auch nicht, warum das funktioniert, was da technisch anders das im Weg stehen sollte, schätze. Ach, Mann. Warum liegt da... Ist da eigentlich eine Rampe? Die ist total schwachsinnig. Die bringt keine Zeitersparnis, nichts. Wer die nimmt, verliert Zeit. Würde ich sogar sagen. Selbst mit einem Pilz. Ach komm, einfach mal in die Menge, vielleicht klappt's. Nö. Hat er sich auch gedacht, neben mir mit seinem Pau. Ne, mit seiner Tröte. Boah, Leute. Ihr merkt schon, ich habe mich jetzt an die Außendrift-Dinger gewöhnt. Jetzt muss ich mich wieder ein Rennen lang an die Innendrift-Dinger gewöhnen. Nein! Wow. Ach, mach dich ab, Mario. Kann ich nicht hören. Heute nicht. Gerade nicht. Oh, Herr Bowser, danke fürs Platz machen. Oh yeah. Hier kann man durch. Das vergesse ich immer. Weil es optisch, ja, es ist für mich als Wand dasteht. Deswegen versuche ich da nie durchzufahren. Gedanklich zumindest. Ich bin ja geschafft, es dann nicht zurück zu chargen. Oh yeah. Warten. Und gerade nochmal schießen. Boah. Dieses Bike. Ernsthaft. Diese Umgewöhnung davon immer auf das andere. Und ich kriege jetzt eine rote in den Arsch. Und ich werde dafür Einbußen kassieren. Zweiter Platz. Dritter Platz. War klar. Das war klar. Naja, egal. Ach, ja. So, jetzt geht schauderig weiter auf der Geisterstrecke-Piste. So, ich schlag mich immer noch mit dem Ding rum. Oh mein Gott. Umgewöhnung immer wieder. Naja, egal. Muss ich abkönnen. Die habe ich zu spät gesehen. Wieso kackst du eine Banane hinter mir aus, obwohl du nicht mal... Egal. Naja, naja. Ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt irgendein Thema finde, was man jetzt gerade mal durchkauen könnte. Ich bin ja mal gespannt jetzt, was Gamescom, wenn es rauskommt, was man da machen kann, ob man das Smash Bros. Auch spielen kann, wie auf der E3. Wenn es der Fall ist, ich glaube, ich werde mich dennoch nicht daran anstellen. Je nachdem, wie lang die Schlange ist. Wenn da schon Leute stehen, die Essen und Trinken verkaufen, solltet ihr euch definitiv nicht mehr daran stellen, wenn ihr zu Gamescom geht. Weil, dann könnt ihr euch schon vorstellen, dann wird... Wenn die auch bald Schilder aufstellen, ja, ist das 4 Stunden Wartezeit. Heißt es schon, an manchen Schlangen war das letztes Jahr schon extrem. Da haben wir uns auch kaum angestellt, weil einfach... Es gibt so viel zu sehen auf dieser Messe und... dann hat man dann einen Stand, wo man dann 4 Stunden Zeitverlust hat, blöd gesagt. Dass man dann spielen kann. Ja, das dann irgendwie auch... ja, ist das nervig. Aber wir haben es, ich habe es jetzt so geplant, mit den Shinge. Also mit so gedacht, wir müssen das halt nochmal durchsprechen und alles, dass wir den ersten Tag halt nehmen, um uns die Messe anzusehen und dann am zweiten Tag dann, oder umgekehrt, uns dann anzustellen. Nachdem, wir gehen ja auch früh hin. Ich bin ja auch Samstag und Sonntag in Köln. Ja. Hoppala. Und nebenbei, wer möchte, ich glaube, das sollte ich eher in dem Pokémon-Part erwähnen, anstatt hier. Ah, Drecksack!
Egal, ich sag's ja auch schon mal. Wer ist es? Oh, jetzt hört mal auf, mich zu beschießen. Ja, ich bin unter Beschuss. Hier ist eine Frau am Steuer. Ja, leider kein Ausschnitt, aber trotzdem könnte man mal ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. So, okay. Ja, also wenn ihr da eine Runde, der ist das Pokémon gegen mich zocken wollt, direkt, oder, Mario Kart 7 werde ich auch dabei haben, können wir das alles natürlich machen. Falls wer da ist, falls wer Interesse hat, falls wer mich überhaupt erkennt. Mal sehen, mal sehen. Jo. Nee. Okay, ich glaube, da oben die zwei, Daniel und Sophie, sind, denke ich mal, Gastfahrer und normaler Fahrer. Schätze ich mal. So, nebenbei. Ja. Ach, da habe ich die Rennwagen-Division. Oh mein Gott. Ja, also, ich freue mich auf jeden Fall auf die Gamescom. Was ich auch schon am Überlegen bin. Ja, ich habe auch so die Bananen losgelassen, anstatt einen Stand zu machen. Ob ich vielleicht ein Cosplay mache. Und auch da nur einen Tag. Und nicht beide Tage. Wie gesagt, es gibt ja welche, die machen Cosplays und gehen nur auf die Gamescom, um sich irgendwie da zu präsentieren. Und ich finde einfach, Gamescom ist, für manche Cosplays, ich spreche jetzt nicht von jedem Cosplayer, sondern für manche Cosplay ist echt der falsche Ort. Weil ich habe da auch schon jetzt letztes Jahr Cosplays gehabt von Charakteren, die in gar keinem Videospiel vorkamen oder sonst was. Und ich, das finde ich, ist wiederum unpassend. Ja, beziehungsweise, ja, also wenn man da Cosplays macht, sollte man schon zutreffende Cosplays machen. Und nicht, irgendwelche, die da überhaupt nicht dazugehören. Okay, Videogame und Anime sind zwar dicht beieinander, aber ich find's schöner, wenn man dann wirklich sich so ein bisschen an das Thema dieser Veranstaltung hält. Ja, wenn es dazu erstens ein Game gibt, gut und schön, aber halt... Ich versuche gerade ein anderes Beispiel hier jetzt zu machen. Einfach, man geht auf eine Buchmesse, ja, oder sagen wir einfach eine Buchmesse oder Anime-Messe und nimmt halt irgendwas, was überhaupt nicht dazugehört. Finde ich, das ist unpassend. Naja, egal, ich muss mich ja darüber aufregen, ich muss ja unter nicht vertreten. Für mich ist Sinn und Zweck so einer Messe eigentlich, dass man sich die Spiele anguckt und nicht, dass man da eine Modenschau macht. Na gut, hier denn das seine. Aber, ja, ich habe einfach mal, weil ich... Ich bin ja Verfechter von Pokémon Colosseum. Ich finde es schade, dass da kein weiterer 3D-Titel mehr so gekommen ist. Wo ist jetzt für die Wii U? Könnten sie doch eigentlich ja das nehmen, was sie haben. Weil ich kenne die Größe der Pokémon Battle Revolution ISO. Wie sie in der Rohdatei... Ich hätte gedacht, ich kriege kein Item mehr. In der Rohdatei ist, ja. So, komm schon. In der Rohdatei ist, also... Normalerweise sind die Wii-CDs ja mit 4,3 GB irgendwas. Die ISO ist groß und die ISO von dem Spiel an sich, also von Pokémon Battle Revolution, füllt gerade mal, super, jetzt kommt der Übergang. Hallo! So, also, das, was ich sagen will, ist einfach, die ISO von der Wii waren damals 4,3 ungefähr groß. Ich glaube 4,3 GB waren es. Und die Mario Kart jetzt, das ist Pokémon Battle Revolution ISO, hatte gefüllt, also ich spreche jetzt nur die Datenmenge, die von der ISO ausgefüllt wurden, ja. Die ISOs sind immer standardmäßig in dieser Größe, ja. Also festgelegt, jede ISO hatte immer diese Größe. Aber der Inhalt der ISO, der ist ja entscheidend. Und der Inhalt dieser ISO hatte nur eine Größe von, es ist 1,3 noch was. Zumindest das, was ich da mir angesehen habe. Hatte die ISO nur 1,3. Und letzten Endes ist es jetzt nicht so ein hoher Speicherverbrauch. Und wenn man jetzt mal bedenkt, ich finde, ganz ehrlich, für so einen 3D-Titel, man hat schon, ja. Man hat, ja, nicht unbedingt jetzt die Texturen, die sind jetzt, warum? Ich hasse das.
Die Texturen. Hat man jetzt nicht, aber man hat die kompletten Animationen der Pokémon, ja? Man darf nicht vergessen, dass man ja die Animationen, die Bewegungen und alles kann man vom 3DS-Titel übernehmen, ja? Man muss da nichts Neues kreieren. Ja? Das spart auf jeden Fall da schon mal Kosten. Ja, super, Ray. Das spart auf jeden Fall da schon mal Kosten. Ja? Dann braucht man diese Animation nicht mehr zu entwickeln. Man kann dann einfach die Texturen detaillierter machen und gut ist. Ja? Ihr kennt das Prinzip doch. Ja, ist das jetzt, wenn man bedenkt, Och, hallo, hört ihr mal auf, mich mit Roten abzuschießen, ihr Drecksäcke. Das fuckt langsam ab. Geht mir auf den Sack. Ja, ich muss gerade überlegen. Wenn man bedenkt jetzt von Mario Kart war... Ja, ich spiele Mario Kart, Ray. Jetzt schalt mal dein Pokémon-Hirn wieder an. Bei Mario Kart. Oh, fuck. Mist, ich wollte den Pilz haben. So. Mein Pokémon-Hirn ist gerade auf Standby, ich merke schon. So, also. Bei Pokémon Stadium. Ja, da hat man sich die Texturen ja zum ersten Mal entwickelt. Bla. Danach, irgendwann, der ist das kam Pokémon Stadium 2 raus, da hat man eigentlich nicht viel an den Texturen gemacht. Die Kosten waren für Pokémon Stadium 2 ziemlich niedrig, muss man dann dagegen sagen. Man musste nur ein paar Pokémon dazu entwickeln. Das Prinzip ist schon alles drin. Ja, man muss sich da kein neues Konzept ausdenken. Das ist schon alles da. Das macht ja die Produktion von Pokémon in dem Punkt ja günstiger. Man muss sich nichts Neues machen. Man kann sich auf Dinge berufen. So, und danach der Übergang, Pokémon Stadium. Ja, 1, 2 auf die GameCube-Titel. Ja. War jetzt nicht unbedingt, denke ich mal, so viel Arbeit, weil man sieht es ja, man hat das alles schon, man hat die Bewegung, man weiß, wie die Pokémon aussehen und alles. Da ist nicht viel drin. Das meine ich einfach. Man kann dann einfach von den derzeitigen DS-Generation und von dem Battle Revolution-Generation das zusammenmixen, ein bisschen mehr auf die Texturen klatschen. Und dann kann man daraus ein neues Spiel kreieren. Ja, ich würde es begrüßen, wenn das... Ich mache jetzt kein Rennen mehr. Ich bin ja jetzt fertig. Ich will hier raus. Ja. Ich würde es einfach begrüßen, wenn sie es so verpacken. Ja, wie Pokémon Stadium einfach. Zack, da hast du dein Stadium, da hast du ein paar Herausforderungen, du hast deine Arena-Letterbook und ein paar Herausforderungen, ja. Dann halt den Online-Modus, ja. Zack, boom. Da hat man schon mal was. Und danach, zack, knall noch eine Story mit rein, ja. Weil es ist einfach blöd, wenn man dann wirklich nur, wie es bei Pokémon Battle Revolution ist, zwei Pokémon hat, die man wirklich nicht wirklich umsetzen kann, weil man hat ja nur das Tauschprinzip gehabt und dann die Pokémon sich von anderen so hin und her tauschen, bla bla. Dass man es einfach so macht. Hier, Potenzial, ja, ich versuche gerade irgendwie, Potenzial, was laber ich? Da ist das Grundding und da unten rechts, wo der Gameboy-Ding ist, wenn wir jetzt das alte Pokémon Stadium-Menü im Kopf behalten, unten rechts, wo der Gameboy ist, ist dann einfach die Story verpackt. Ja, es muss nicht unbedingt die weltbewegende 3-Jahres-Story sein, ja, das sage ich nicht. Man sieht Pokémon Colosseum, man sieht Pokémon XD, ja. Man startet da nicht auf Level 5, man startet da auf Level 20 beim Stadium Colosseum, ja. Es reicht ja, es reicht. Ich sag mal so, man braucht für so ein Spiel, wenn man jetzt da den Online-Modus und alles reinbaut, man braucht da und diese Stadiums alles hat, braucht man da nicht unbedingt ein 30-Stunden-Spieleverlauf. Ich sag mal so, wenn dieses Spiel mir 20 Stunden, bietet, oder, ja, man muss ja von RPGs sprechen, oder sogar nur 15 Stunden, ja, dann reicht das, es ist gut. Ja, was ich halt in dem Punkt erwarte, ist einfach, man hat eine Ebene, wo man Pokémon fangen kann. Man hat eine Ebene, wo ich den Pokémon auch lagern kann. Wie gesagt, es muss nicht viel Kapazität sein. Das Spiel reicht mir wirklich, wenn man sagt, hier hast du 6 Boxen, da jeweils A30 Pokémon, ja, dass man da was hat, dass man da seine Trainings machen kann, dass man da seine Pokémon lagern kann, dass man ein paar individuelle Pokémon auf jeden Fall in diesem Spiel selber kreieren kann, ja. Danach halt noch die Funktion, dass man von den X und Y Pokémon seinen Spielstand drauf transferieren kann, so wie es halt so war. Und halt Leih-Pokémon, ja. Und ich finde einfach so, wenn man Leih-Pokémon macht, würde ich einfach so machen, ja, einfach sagt, neutrale DVs, neutrale EVs, ja,
sagen wir mal so, im Schnitt sagen wir mal einen 25er DV-Durchschnitt, ja, und alle EVs gleichermaßen verteilt, ja. Ich spreche, wie gesagt, von Leih-Pokémon. Und dass man nur das Wesen, sagen wir mal beispielsweise, selber bestimmen kann. Man bestimmt das Wesen selbstständig. Ja? Für jedes Pokémon. Ein gutes. Und, ja, und dann hat man dann halt, sagen wir so, man hat einfach die Auswahl bei allen ATMs, die das Pokémon lernen kann. Und allen, ja, es ist Attacken, die es von alleine lernen kann. Ja, man braucht nicht unbedingt diese Eier, Vatervererbung, bla bla. Sondern einfach nur, dass man ein kleines bisschen Auswahl hat. Ja, dass man einfach sagt, hier, du hast, oder man muss nicht alle TMs sprechen, aber sagen wir mal so, hier hast du einen Attackenpool von 10 Attacken, da stellst du dein Leih-Pokémon zusammen, gutes, ja. Kleines bisschen individuell, aber halt so, dass man, ja, egal. Ihr wisst schon, denke ich mal, worauf ich hinaus will, einfach ein Pokémon-Stadium-Spiel mit einer kleinen Story, ja, 15 Stunden Spiel, Story reicht ja aus, weil das Spiel sollte sich ja hauptsächlich auf die fokussieren auf die Größe der Kämpfe, der Wiedergabe der Kämpfe. Meiner Meinung nach. Und dann braucht man wirklich nur eine kurze Story, ja, 15 Stunden Spielspaß. Wenn man durchrusht, 10 Stunden so ungefähr. Ja, und gut ist. Wie gesagt, mir, es wäre halt schön, wenn man dann halt eine Möglichkeit hat, da wilde Pokémon zu fangen. So wie es so oft in Originalspielen auch ist, ein bisschen. Und gut ist, gut ist. Und ja. Halt Online-Kämpfe, so wie es jetzt auf Pokémon X und Y auch ist, schön dargestellt. Ja, es ist Musik ein bisschen zum selber auswählen. Passt. Gut, ich denke mal, ich habe jetzt genug hin und her gequatscht. Ja, ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.